Bürgermeister. Wir haben heute den Landesjägertag hier in Bad Gleichenberg. Du hast am Vormittag hervorragend die Aufgaben der steirischen Jäger dargelegt. Du hast einen Blick in die Zukunft geworfen. Vielleicht könnten wir das noch einmal kurz wiederholen. Haben die steirischen Jäger ihre Aufgaben in Richtung Wild, in Richtung Lebensraum, in Richtung Gesellschaft im vergangenen Jagdjahr erfüllt? Ich darf diesmal den steirischen Jägerinnen und Jägern ein großes Lob aussprechen, vor allem im Schalenwildbereich. Zum Beispiel Rotwild wurde beim höchsten Plansoll, das wir je hatten, zu 104% erfüllt, im Bereich des Rehwildes zu 100%, im Bereich des Gamswildes ist Zurückhaltung angesagt. Wir haben die Gamsbestände in den letzten 6 Jahren nahezu halbiert. Im Bereich des Schwarzwildes haben wir schwierige Aufgaben vor uns. Wir werden lernen, mit diesem Schwarzwild zu leben, aber gemeinsam mit den Eigentümern und Lebensraumpartnern diese Frage, wie andere in der Vergangenheit auch, lösen. In den Lebensräumen haben die Jägerinnen und Jäger sehr viel Arbeit getan zum Wohle des Wildes, Esungsverbesserungen etc., auch im Niederwildbereich. Und im Bereich der Gesellschaft sind die Jägerinnen und Jäger sowohl in die Schulen gegangen, wie auch in die allgemeine Öffentlichkeit und haben um unsere Werte, unsere Sache, aber auch für die Bedürfnisse der Wildtiere und der Lebensräume auch geworben. Innerhalb der Jägerschaft hatten wir mehrere Richtlinien zu erarbeiten und zu beschließen, und das ist auch einstimmig über die Bühne gegangen. Einen herzlichen Weidmannsdank an alle, die hier konstruktiv mitarbeiten.